Zunächst einmal beobachten wir und erforschen wir den Rechtsextremismus oder die extreme Rechte in all ihren Facetten. Was gehört in den definitorischen Kern? Da steht ganz oben der Rückgriff auf die Natur, ja, zur Legitimation von Ungleichheit. Die Konservativen haben Gott oder gehabt, ja, die Rechtsextremen sozusagen den Konservativismus hier beerben, aber Gott eignet sich nicht mehr, die Religion eignet sich nach der Aufklärung nicht mehr, zumindest in unseren Breiten, dass man eben Ungleichheit und auf Ungleichheit basierende Herrschaft damit legitimiert, also greift man auf Natur zurück. Und ich sage immer zu den Jugendlichen, Leute, passt auf, wenn euch außerhalb der Biologie und der Ökologie jemand mit Natur kommt. Mhm. Ein Satz, der so anfängt, das ist von Natur aus so, endet meist zu eurem Schaden. Und damit zusammenhängend die Forderung einer Volksgemeinschaft, ja, in der alle Interessensgegensätze, die es ja gibt, ja, wir leben in einer Konfliktgesellschaft, ja, und der Rechtsextremismus ist eben genau auf diese Konflikthaftigkeit eine Antwort, eine scheinbare, ja, nämlich welche? Ja, die Konflikte gibt es nicht, sie werden verleugnet, beziehungsweise wie auch der Nationalsozialismus zeigt, dann auch mit Gewalt unterdrückt. Und jetzt kommt nämlich die Frage, wohin geht die Aggression, die soziale Wut, die auch in einer Volksgemeinschaft entsteht? Ja? Na klar, die muss nach außen. Ja? Also Volksgemeinschaft kann nicht funktionieren ohne Gemeinschaftsfremde, ja? Die entweder von außen drohen, das wären heute die Muslime, oder von innen in Verbindung mit den Außen sozusagen das gemeinsame Zersetzen, das wären und sind nach wie vor die Juden und Jüdinnen. Neonazismus ist wiederum der gesteigerte Rechtsextremismus, der deutlichere Rechtsextremismus. Ja. Der Rechtsextreme spricht verschämt von der internationalen Hochfinanz. Ja. Der Neonazi braucht es nicht, die Rücksichtnahme, er braucht keine Codes. Der Neonazi sagt, Weltjudentum. Oder der Rechtsextreme sagt, die Kulturen sollen sie nicht mischen. Der Neonazi sagt, die Rasse soll sie mischen. Ja, oft ist es eine Frage der Nuance, der Sprache, Leugnung der Nazi-Verbrechen, Lobpreisung der Nazi-Führer und so weiter, ja, ist gleich Neonazismus. Und wenn wir jetzt uns das anschauen, wodurch unterscheidet sich Rechtsextremismus von Rechtspopulismus? Der Rechtsextremismus betreibt Sozialdemagogie. Ja, also stilisiert sich als die bessere Sozialdemokratie. Ja, während der Rechtspopulismus auch von einer anderen Trägerin, also auch im Elektorat, ja, eher weniger auf die sozusagen unselbstständig Beschäftigten, sondern eher auf den Mittelstand zielt. Ja. Der Rechtspopulismus auch in seiner Wirtschaftspolitik eher in Richtung Neoliberalismus geht, noch ein historisches Unterscheidungsmerkmal. Klare und viel deutlichere Distanzierung und Abgrenzung gegenüber dem historischen Faschismus im Fall des Rechtspopulismus. Der Rechtsextremismus ist so ambivalent, ja. Wir kennen das eh bei der FPÖ. Ja. Jede Verurteilung des Nationalsozialismus, das schafft man nur, wenn man gleichzeitig auch den internationalen Sozialismus verurteilen kann. Ja, und dadurch wird es aber unglaubwürdig. Ja. Also der Neonazismus offen pro NS, ja, NS-Apologie, der Rechtspopulismus glaubwürdig anti-Nazi. Und in der Mitte sozusagen eben ambivalent wäre der Rechtsextremismus oder Verhältnis zum Islam. Der Neonazismus pro-islamisch, pro-islamistisch sogar. Ja. Stichwort Holocaust-Leugner-Konferenz in Teheran 2006, ja, wo Neonazis und Islamisten gemeinsam den Holocaust leugnen in Teheran. Auf der anderen Seite der Rechtspopulismus, der klar anti-islamisch ist. Gerd Wilders will den Koran verbieten, vergleicht ihn mit Mein Kampf. Ja. Und dazwischen wieder der Rechtsextremismus, der nicht anti-islamisch ist, sondern anti-muslimisch. Und das ist ein Unterschied. Ja, der Islam als Religion wird durchaus wertgeschätzt in seinen Herkunftsländern, ja, aber wir brauchen keine Muslime im Land. Aber gerade wenn wir jetzt im europäischen Vergleich schauen, gibt es Parteien, ja, die nicht rechtsextrem sind, sondern rechtspopulistisch, die mit Rechtsextremen nichts zu tun haben wollen. Ja, wie die Schweizer Volkspartei, die keinen Kontakt zur FPÖ haben will. Ja, dänische Volkspartei. Ja, norwegische Fortschrittspartei, lauter rechtspopulistischen Parteien, die nichts mit der FPÖ zu tun haben wollen und auch in keiner Fraktion mit der FPÖ im Europäischen Parlament sind. Also im Europäischen Parlament sehen wir es ganz gut, da gibt es Neonazi-Gruppen, neofaschistische Parteien, sind zum Glück jetzt, glaube ich, gerade nur mehr zwei oder
ich weiß nicht, ob die Slowakischen drinnen sind, aber auf jeden Fall die größten, Goldene Morgenröte aus Griechenland und Jobbik. Ja. Dann kommt der Block der rechtsextremen Parteien, eben angeführt von Front National und FPÖ, Flamsbelang, Lega Nord. Lega Nord zum Beispiel war früher rechtspopulistisch, wollte nichts mit der FPÖ zu tun haben und anderen rechtsextremen Parteien und hat sich sozusagen radikalisiert und seit 2013 eben als rechtsextrem. Ja. Wie du siehst, da ist enorme Dynamik auch in diesem Feld, da ist also nichts in Stein gemeißelt. Wozu betreibe ich Ursachenforschung? Nicht für sich, es macht ja nur Sinn, wenn es dann in der Prävention einfließen kann. Je weiter du nach rechts außen gehst, desto männlicher, ja, hängt mit der Gewaltbereitschaft zusammen. Ja. Auch das soziale Moment spielt eine Rolle. Mich interessieren ja die man oft verharmlosend, aber ich meine es nicht so, Mitläufer nennt. Ja, die sind für die Präventionsarbeit interessant und da sind sie eben auch deswegen, weil es hier außerhalb des Politischen im engeren Sinn so viele Faktoren gibt, ja, wo man ansetzen kann. Eben Geschlechtervorstellungen, soziale Gefährdungen, ja, Bildung und so weiter. Die Anfälligkeit ergibt sich zunächst einmal aufgrund der Biografie. Wer von klein auf die Möglichkeit gehabt hat, so etwas wie Urvertrauen zu entwickeln, wer gewaltfrei und liebevoll erzogen worden ist, von Erwachsenen, die emotional häufig stabil waren, ja, also da müsste schon wirklich, da müsste wirklich was Gröberes später passieren, dass der anfällig ist oder die. Aber, und jetzt bin ich beim Internet, bei den neuen sozialen Medien, letztendlich ist jeder Fanatisierungsverlauf für sich genommen einzigartig, auch wenn es Gemeinsamkeiten gibt, ja, weil eines schon noch dazukommt, nämlich der Zufall. Ja. Ganz banal, zum falschen Zeitpunkt, am falschen Ort. Und jetzt stell dir vor, wie viele sich die Wahrscheinlichkeit, am falschen Zeitpunkt, am falschen Ort zu sein, vervielfältigt hat im Internet. Ja, ich arbeite vor allen Dingen in der primären Prävention, ja, weil ich weiß, die geht alle an. Ja. Wir bewegen uns ja im Vorfeld. Ja. Was ist das Vorfeld? Das Vorfeld des sich auf Islam berufenden Extremismus ist der Antisemitismus, vor allen Dingen. Das Vorfeld des autochthonen Rechtsextremismus ist Rassismus. Bei Jugendlichen trifft es wirklich nur zu, wir haben keine 14-, 15-jährige Rassisten, Rassistinnen oder 14-, 15-jährige Antisemiten, Antisemitinnen, aber sie haben rassistische, antisemitische und andere Vorurteile. Und da setze ich an. Also die eigentlich die früheste, beste und wichtigste Extremismusprävention ist die Vorurteilssensibilisierung. In Verbindung mit ganz allgemein politischer Bildung. Also für mich ist auch politische Bildung per se schon Prävention. Warum? Weil je mehr jemand Gesellschaft versteht, ja, die Welt versteht, soziale, ökonomische, politische Prozesse versteht, desto weniger wir da zum Beispiel Sündenböcke brauchen oder solche religionsähnlichen Ideologien, die klar sagen, das, schwarz-weiß, ja. Also Wissen ist wirklich Macht im Sinne von weniger Ohnmacht und wir wissen, massive Ohnmachtsgefühle, ja, sind ganz starke Prädiktoren für die Übernahme von Extremismus.